Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Ihr seht, die Location ist ein bisschen anders. Ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Wir sind schon wieder on the road. Und zwar heute Morgen schon ganz, ganz früh losgefahren. Ich glaube, so gegen 5. Seitdem sind wir schon unterwegs. Und wir haben schon die ersten 380 Kilometer oder so was gerissen. Wir stehen quasi kurz vor München. Also in bayerischen Ländern. Das freut mich sehr. Denn wir sind ursprünglich auf dem Weg zur DGM nach Stuttgart, machen aber einen Stopp vorher und da nehme ich euch heute mal mit. Wir gehen nämlich nach Volkersheim. Da werden wir heute mal einfliegen zu grillrost.com. Die haben nämlich gerade eine neue Halle gebaut. Also die ist auch schon fertig in den großen Zügen. Die gucken wir uns heute mal an. Dann werden wir uns gucken, wie die Produktion läuft bei grillrost.com. Was es noch alles vielleicht Neues gibt und ein Grillerchen werden wir auch noch machen. Wenn ihr Bock drauf habt, mal hinter die Kulissen von grillrost.com zu gucken, dann bleibt einfach dran. Zack, Zeitsprung, Freunde. So, wir hatten jetzt tatsächlich 9 Stunden Fahrt hinter uns. Da war alles dabei. Da war Regen dabei, da war Hagel dabei. Da waren 13 Grad dabei und ich dachte schon, ich bin ein bisschen zu geringfügig angezogen für die Geschichte. Aber ich komme hier an und hier ist Sonnenschein. Im Hauptquartier von grillrost.com. Also im neuen Hauptquartier. Guckt euch mal diesen Klotz an. Von vorne ist schon sehr beeindruckend. Von der Seite ist das noch viel größer. Und ich habe schon die beiden Chefs da. Ja, der Matthias ist da. Bobby. Und der Jo. Ah, schön. Also die beiden Jungs, also es ist ja ein Familienunternehmen. Ne? Ihr seid insgesamt zu 5 in der Chefetage quasi. Mitte unserer Schwester, genau. Genau, die ganze Familie ist dabei. Und ihr seht, es wird sich vergrößert. Ne? Mhm. Morgen gehen wir mal in die alte, kleinere Halle rein. Da, wo jetzt schon alles schön produziert wurde für euch. Aber hier gucken wir jetzt erstmal, wie weit wir jetzt schon sind, oder? Klar. Lass mal reingehen. Ah, also wir müssen mal ein bisschen gucken, ob das mit dem Wind hier funktioniert. Aber ich glaube, das haut noch halbwegs hin. Ne? Aber hier geht eine ordentliche Brise durch bei grillrost.com. Aber bei Sonnenschein. Also mehr wollen wir eigentlich nicht. Guck mal von der Seite, was das hier für ein Klopper geworden ist. Ja? Riesengroß. Wir gehen mal rein, dann ist besser mit dem Ton. Ja, und gerade schon gesehen, by the way, ne? Vor der Tür haben wir jetzt noch Schwimmteich hier. Das ist sehr gut. Der wird dann mit Karpfen bepflanzt und werden noch ein paar Angeln rausgehangen später und so. Da haben die Mitarbeiter auch noch ein bisschen was. Nein, natürlich nicht, Freunde. Das wird sich alles noch ausgehen. Ich glaube, in einem halben Jahr sind wir hier schon ganz, ganz woanders gelandet. Aber mal einfach. Und jetzt mal vom inneren Eindruck, ne? Also wirklich. Das ist ja. Ich hätte mir jetzt gleich den Schwimmteich noch hier drin angebaut eigentlich. Ne? Wird gepasst. Was haben wir jetzt hier für die neue Halle? 2000 Quadratmeter? Genau, 2000 Quadratmeter. Vorne wird so Versandplatz, okay. Dann kommt Werkstatt und hinten kommt ein Hochregallager mit 1400 Euro Palettenplätze. 1400 Euro Paletten. Mhm. Habe ich schon gesagt, die bräuchte ich für unseren Shop mittlerweile eigentlich auch mal. Oder ich miete mich hier noch auf ein kleines Stück mit ein. Aber das ist wirklich, das ist ja, was haben wir hier für eine Deckenhöhe? 9 Meter ungefähr. 9 Meter? Also es reicht für einen Sprungturm. Und die ganze Halle ist dann klimatisiert, also mit Wärmepumpe, so wie man das heute eben will. Und dann kann man es im Sommer auch kühler, so für die Mitarbeiter, dass es nicht so heiß ist und im Winter klar heizen. Okay, und ich habe gerade erfahren, der Boden, Freunde, Beton ist ja noch gar nicht so lange hier drin, der ist tatsächlich armiert, also beziehungsweise nicht armiert, da ist kein Metall drin im Boden, sondern es ist nur eine Kunstfaser in dem Beton mit drin. Kunststofffasern sind reingeflochten, okay. Oder mischen sich da so rein, ja. Aber keine Stahlbewehrung. Das ist aber jetzt auch dann tatsächlich auch noch was Nachhaltiges eigentlich heutzutage, oder? Wenn ihr keine Stahlarmierung mehr da drin habt. Ja. Und vollflächig isoliert. Also der Boden hat 14 cm Dämmung, ja. Und die Wände haben 16 cm Dämmung. Also KfW 55 Wärmestandard, so wie es eigentlich bei einem Wohnhaus heute auch sogar schön ist. Okay. Also wirklich volle Hütte und riesengroß. Meine Ideen mit Schwimmteich und Basketballfeld und so wurden dann halt verworfen. Wir machen grillrost.com. Aber ich glaube, ihr könnt in den nächsten Jahren ordentlich was wegproduzieren. Wie lange hat jetzt die Planung gedauert und die ersten Schritte hier, bis wir angekommen sind? Ein Jahr Planung. Ein Jahr der Bau insgesamt. Okay. Und dann waren wir so Ende Jahr fertig. Also wir sind Ende des Jahres fertig mit der kompletten Halle und dann steht hier auch arbeitsbereit. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Und das ist ohne euch natürlich auch nicht möglich. Ne? Ihr feiert die Produkte von grillrost.com, weil das ist alles vernünftig, das ist alles made in Germany und alles im Familienunternehmen gefertigt. Und dann kann man sowas auch mal unterstützen, glaube ich. Und wir sehen, das funktioniert. Das funktioniert und das wird noch deutlich, deutlich größer werden. Ich habe schon vorhin mit Matthias gesprochen, da werden noch einige Projekte auf euch zukommen in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr, weil der junge Mann hat so viele Ideen in seinem Kopf, das ist unglaublich. Also es ist wirklich, ja, es ist wirklich unglaublich. Ich glaube, der macht nichts anderes als zu planen. Ist schön so. Läuft auf jeden Fall wirklich, wirklich schön. Also es ist eine Riesenhalle. Hier kann ich euch ja jetzt noch gar nicht so viel zeigen. Wir haben auf der anderen Seite, ja, also quasi in dem Bereich, habe ich mir schon ausgesucht, ich werde da oben mein Loft einbauen.
kann dann von da oben auch alles überblicken oder machst du das dann doch eher für dich? Ja, wahrscheinlich, oder? Nein, das wird Bürobereich, Lager, Versandbereich. Komm, komm mal mit. Also hier unten schon mal. Was ist im ersten Raum? Hier ist Bordstation. Genau, so für die Warenannahme. Da sieht man es auf der Hofburg, was in den LKW kommt. Hier sind so die Waschräume. Feuchträume. Okay, braucht man natürlich auch. Da muss ja viel gewaschen werden hier. Und hier kommt mal unser Großraumbüro. Also hier steht die Fang. Und hier waren meine Arbeitsplätze stehen. Okay, verzeiht mir bitte, wenn ihr nicht alles versteht, ich versuche auch andauernd Hochdeutsch beizubringen, es klappt nicht immer. Also simultan übersetzen, wir haben hier das Großraumbüro quasi mit Empfang, einer wunderschönen Glasfront, die habt ihr von draußen schon gesehen. Also das ist ein Arbeitsplatz, den wäre ich auch gerne tatsächlich. Ne? Und wir suchen Mitarbeiter. Und grillrost.com sucht Mitarbeiter. Bitte einmal den Standort nennen, weil die vergesse ich auch immer. Wo sind wir hier? In Rottnagel, so das ist in der Nähe von Ehingen, ja, im ganzen Süden, so im Schwabenland. Also, wer Arbeit sucht, E-Mail-Adresse ist hier unten verlinkt. Gerne mal anschreiben, wer hier in der Nähe ist und Bock hat, mit einer geilen Firma geile Projekte zu verwirklichen. Oder? Jo. Lohnt sich auf jeden Fall. Wie geht's weiter? Also, unten ist nur noch Technik, oben ist Büro. Und jetzt will ich natürlich noch gucken, wo die Chefs hier auch sitzen. Ne? Also, ich denke, das wird auch repräsentativ werden. Nein, die Schwaben, habe ich mir ja sagen lassen, sind alle sehr, sehr sparsam. Und hier wird auch nicht gearbeitet mit Geld, was man nicht hat, sondern Papa hat schon gesagt, wir müssen erstmal sparen und dann können wir ausgeben. Und so wird es hier auch, glaube ich, überall durchgezogen, oder? Ja, jetzt machen wir das schon seit 10 Jahren und darum haben wir gesagt, jetzt machen wir uns hier selbstständig und verwirklichen uns damit. Dann reicht es für weitere paar Jahre. Und das ist wirklich toll, dass es überhaupt noch Leute gibt, die in Deutschland sowas machen. Also die sich das auch noch trauen und da ihre Energie und ihre Liebe reinstecken. Und wie gesagt, hier ist die ganze Familie dabei. Wir wurden hier schon herzlich empfangen. Wir werden heute Abend noch ein kleines Grillerchen machen. Und auch zu grillrost.com zu kommen, ist immer wie ein bisschen nach Hause kommen. Tatsächlich. Nächstes Mal kommt aber zu uns wieder. Jo. Das machen wir. Also hier oben nochmal die... Ja, was ist jetzt die Chefbüro-Etage oder was ist das? Ja, wir haben eigentlich zu viel Platz, aber er hat ja 2 Kinder und dann haben wir gesagt, machen wir hier so Kinderspielbereich. Spielkreise. Aber im Endeffekt gibt es hier schon Büros für uns und für unsere Eltern und so. Da haben wir ein großes Büro hier in der Mitte. Genau. Wow. Aber zu viel Platz ist ja erstmal schon mal nicht schlecht. Mal gucken, wie lange das zu viel Platz bleibt. Ne? Das ist ja immer so die Geschichte. So. Man weiß ja, man muss ja heute auch, wir gucken auch gerade nach neuen Flächen für unseren kleinen Shop. Du musst ja groß denken am Ende, damit du nicht wieder dastehst und sagst, okay, jetzt haben wir das jetzt 2 Jahre bespielt und jetzt brauchen wir wieder was Größeres. Also ist das, glaube ich, schon der richtige Ansatz. Also, ich kann mir schon tatsächlich genau vorstellen, wie das alles fertig aussieht. Wir werden aber auch nochmal wiederkommen, wenn das alles fertig ist, glaube ich, oder? Auf jeden Fall. Damit du auch nochmal den kompletten Eindruck kriegst. Ihr habt jetzt so ein bisschen Rohbaustelle gesehen, wobei, ja, ich würde hier schon einziehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz ins Hotel, machen uns mal kurz frisch. Und dann gibt es bei euch heute Abend noch was Leckeres zu essen. So sieht's aus. Und ich grill heute nicht. Also vielleicht. Vielleicht wende ich noch was. Aber ich glaube, Matthias muss mich heute verköstigen. Mein schon. Oder? Irgendeiner wird mir was zu essen. Und ein Bierchen gibt's auch. Bis später. Ja, nee, eine Sache ist noch, die hat mir Matthias gerade erzählt auf dem Weg zum Auto. Die kann ich euch nicht unterschlagen. Deswegen sind wir jetzt nochmal hier auf der anderen Seite, auf dem Balkon quasi, also das, was ihr von unten gesehen habt, wo man die ganze Halle auschecken kann am Ende. Und Matthias hat, ich habe ja gesagt, so ein kleiner Erfinder ist er ja schon, ne? Daniel Düsentrieb von grillrost.com. Und er hat gesagt, wir haben immer keine Fläche, um die ganzen Sachen, die wir so erfinden, auch auszuprobieren, also an den entsprechenden Grillgeräten. Ne? Deswegen wird hier oben wohl eine Grillgeräteausstellung stattfinden, wo er dann also mit allen möglichen Marken und allen möglichen Geräten alle testen kann, was er so sich ausdenkt eigentlich. Ne? Planschas ausprobieren, Gestelle ausprobieren, was Grillroste natürlich ausprobieren. Ja? Also eine große Ausstellungsfläche mit natürlich ganz vielen Bräuking-Geräten. Was anderes brauchen wir ja eigentlich. Nein, also es wird von jedem Hersteller wahrscheinlich was auftauchen hier, damit auch für jeden Hersteller was gearbeitet werden kann. Ihr seid ja sehr, sehr flexibel mit euren Grillgeräten und ihr wollt ja auf allen möglichen grillen, also brauchen wir auch für alle einen Aussteller quasi. Also Grills. Ganz viele Grills. Ich freue mich wirklich, wenn ich wiederkomme und fertig ist. Und jetzt saß ich schon wieder halb im Auto, aber wir kommen ja nicht weg. Es ging noch ein Baustellenbier rum, oder? Wie hast du dich ausgedrückt? Ja, Baustellenbier, muss sein. Aber sag's mal nochmal in deinem Dialekt. Baustellenbier? Ich hab fast nicht verstanden. Als es dann geploppt hat, wusste ich, was er meint. Also Prost. Tschüss, Bobby. Auf euch, auf die neue Halle. Auf euch alle, auch wenn es kein 030 Barbecue Glas ist. Warum eigentlich nicht? Wir wissen es nicht, oder? Manchmal auch aus der Flasche. Prost. Ist wirklich schön geworden. Aber jetzt freut mich auch aufs Grillen nach diesem Marathon hierher. Nächstes Mal gibt's erst was zu essen. So, angekommen im Hotel. Jetzt noch mal ganz kurz einmal frisch machen quasi. Und das hier alle dicht dabei. Das sind alle 5 Minuten voneinander entfernt. Rosis
Dorf Wirtschaft. So heißt der Laden. Ist ein schickes kleines Hotel. Wir sind niedlich empfangen worden, also alles gut. Kurze Roomtour geradezu. Nasszelle. So, dann hier. Wohnzimmerchen bzw. Schlafzimmer. Also eine Couch, ein paar Stühle, ein Bett, ein kleiner Schrank. Hier ist sogar noch ein kleiner Balkon dran. Ganz niedlich. Aussicht ist so, naja, was man hier so an Aussicht machen kann. Ne? Ein kleiner Fernseher. Und ein wunderschönes, und das finde ich wirklich wunderschön, Badezimmer. Zwei Waschbecken und eine große Badewanne. Also hier kann man es aushalten. So, wir machen uns kurz frisch und dann geht's zum Grillen. Ich hab Hunger. Na, zack, und zurück im Grillrost Hauptquartier. Und wir stehen natürlich an der Feuerplatte. Wo soll es anders auch hingehen eigentlich, ne? Und ich habe schon gesehen, guck mal, hier ist ordentlich Fleisch am Start. Und die willst du heute alle noch vergrillen für mich, oder was? Naja, und für die Leute hier. Ja, es sind noch ein paar Leute dazugekommen. Ihr hört auch im Hintergrund, die Schwaben sind immer fleißig. Es ist jetzt 20.30 Uhr und hier wird noch heftig gearbeitet im Dorf. Scharfe Häuslebauer. Ja, das geht aber auch nur bei euch, oder? Ja. Also in Berlin kannst du sowas nicht bringen. Das geht schnell in die Hose. Da stehen ganz, ganz schnell mal ein paar Leute vor der Tür. Aber hier ist alles in Ordnung und ein bisschen Beschallung ist ja auch okay. Also wir schmeißen jetzt hier mal ordentlich was drauf und dann gibt es lecker was zu essen. Ja, erster Gang würde ich sagen, ne? Rote Würste. Klassisch. Rote Würste. Und ich auch, kann auch schon mal anfangen hier mit so einem kleinen Tomahawk Steak, oder? Da können wir schon mal ein bisschen Kruste geben. Ihr wisst, Feuerplatte ist eine Steakmaschine. Also ihr kriegt mit keinem anderen Gerät, oder mit fast keinem anderen Gerät, so viel geile Kruste wie mit dem Feuerplattengrill. Ist wirklich so. Also einfach ruf und dann mal ordentlich annehmen lassen. Oh, kicke mal, erste Runde. Sieht das fantastisch aus? Und guck mal, hier, Kruste ist auch da, oder? Kann man so machen, würde ich sagen. Andere Seite auch mal ein bisschen Feuer geben. Oh, das wird richtig lecker heute. Wir haben noch ein paar Spieße da. Hier ist noch ein bisschen was vom Schwein. Guck mal, komm, wir legen schon mal ein bisschen was drauf hier. Ja? Wir müssen ja nicht geizen. Oh, und noch kleinere Steaks. Wunderschön. So, müssen alle mal ein bisschen zum Essen kommen hier. Gib Gas. Na, und das füllt sich. Es gibt wenig, was schöner ist als Feuerplattengrillen, tatsächlich. Und in der Kulisse hier, ja, sollten wir öfter mal machen. Definitiv. Passt ein bisschen auf die Finger auf, aber das wird alles. So, wir grillen uns jetzt wieder schön einen ab. Also schöner könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Und hier, die erste Wurst geht auf mich, ne? Ist aber ganz schön heiß. Oh, guck mal, Spieße. Geil. Ja. Also nicht, dass er denkt, ich esse das alles alleine heute, ne? Aber es sieht fantastisch aus. Wirklich fantastisch. Wir machen mal unsere Tellerchen fertig und machen mal einen gemütlichen Abend hier. Ich glaube, wir sehen uns erst morgen wieder mit der Führung von der quasi alten Halle. Also da, wo jetzt noch alles produziert wird. Da gucken wir morgen früh noch mal rein. Macht's gut. Ne? Essen bald. Jo. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Zack, Zeitsprung. Wir hatten gestern einen herrlichen Abend. Wir haben richtig lecker gegessen. War auch noch ein bisschen feuchtfröhlich zum Ende. Und es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Geschlafen hier im Hotel haben wir auch super. Also mega auf entspannt. Hier ist halt schön ruhig. Ne? Alles so entschleunigt. Deswegen mag ich das hier auch so. So, jetzt Kaffee trinken, kurz was frühstücken. Und dann geht's auch schon wieder zu grillrost.com. Denn heute zeige ich euch die Fertigung, wie sie aktuell noch steht. Also quasi das alte Hauptquartier, wo bis jetzt gefertigt wurde. Da gucken wir uns mal an. Vielleicht finden wir noch ein paar neue Sachen und kann man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, oder? Also ab zu Grillrost. Ja, und zack, so zurück im Hauptquartier von grillrost.com. Ist wirklich sehr, sehr schön hier übrigens. Und die sind auch schon alle unheimlich fleißig hier, weil wird immer viel. Wie war das gestern? Schaffe Häuslebauer, ne? Matthias? Wir gucken mal, dass wir jemanden finden. Und dann gucken wir mal ein bisschen in die Produktion rein, wie das jetzt noch alles so läuft. Im alten Standort quasi. Ja, und wieder gefunden habe ich sie auch. Ne? Ein wunderschönen guten Morgen. Jo, das war ich. Morgen. Ja, es war gestern ein bisschen länger, habe ich schon gesagt, aber ihr seht frisch aus wie der Frühling. Ja. Ich nicht ganz so, deswegen trage ich immer die Sonnenbrille, Freunde. Es war wirklich, ich habe ja gesagt, es war gestern sehr, sehr schön, aber auch ein bisschen feuchtfröhlich zum Schluss. Aber so läuft es hier bei euch, ne? Ja, im Schwarmland. Ja, anders geht es einfach nicht. So, ich habe gesagt, wir gucken heute mal kurz in die Produktion rein, dass wir mal so ein bisschen was gesehen haben. Ne? Also hier ist die aktuelle Halle, da wird gearbeitet ohne Ende und da gehen wir jetzt mal rein, oder? Genau. Kommt mal mit. Ah, so, kommt mal mit. Ist ein bisschen laut hier, aber hier wird ja auch gearbeitet, Freunde. Ne? Also einfach ran. Ah, guck mal. Wir sind hier schon im Grillrost schneiden quasi. Was habt ihr jetzt hier für Stahl?
Lebensmittel echter Edelstahl, 4301 heißt die Werkstoffnummer. Und Jalen schneidet hier die Stäbe auf Länge. Für die Grillroste. Auf Länge heißt du für die normalen Grillroste, ne? So wird Edelstahl geschnitten. Geht aber. Wie viele Leute arbeiten hier in der Regel tagsüber? Tagsüber immer so 20 Leute sind da. Und insgesamt haben wir so 60 Teilzeitangestellte. Okay. Also eine ganze Menge Leute, die hier ordentlich was schaffen. Super, Stahl geschnitten. Hier wird auch schon geschweißt. Gott sei Dank habe ich ja meine Schweißerbrille auf, Freunde. Ne? Also bitte nicht so ins Feuer gucken, Freunde. Also alles noch per Hand. Hier ist ganz viel Handarbeit sowieso, oder? Auf jeden Fall, also ja. Eigentlich alles, was irgendwie zu erledigen ist, wird auch mit der Hand erledigt. Das ist so ein Premium-Grillwurst. Da bekommt der Kunde auch seine Gravur rein, die er möchte. Mhm. Und dann sind die Stäbe drehend gelagert und können sich in Stabrichtung ausdehnen. Okay. Dadurch verziert die sich nicht. Und jetzt, wenn er erst geschweißt hat, geht es rüber in die andere Werkstatt zum Schleifer. Es wird gearbeitet. Könnt ihr uns noch hören? Ja, wir gucken mal. Ah, und hier wird schon graviert. Guck mal hier rüber. Na, Vorsicht, nicht erschrecken. Oh, ich sehe sogar 030 Barbecue. Also wirklich fleißig hier, Arbeit. Wirklich fleißig. Sehr schön. Ah, und hier ist die liebe Katrin. Die kommt übrigens auch mit zur DGM nach Stuttgart. Und die ist auch schon wieder wild am Schweißen hier. Es will heute Morgen auch niemand mit mir reden, weil die alle so fleißig sind, dass keiner, die haben alle keine Zeit zu reden, ne? Ja, du redest, probier das noch mit. Also wenigstens eine, die noch mit mir redet. Aber auch hier die Schweißerqualitäten, das ist wirklich, also unglaublich. Ich komme ja selber vom Bau und ich habe selten so schöne Schweißnähte gesehen, wie hier produziert werden. Ah, und guck mal, ist auch gleich fertig geworden, ne? Hier, Gravurarbeiten und ich habe sogar einen neuen Flaschenöffner bekommen. Sehr schön. Den könntest du mir vielleicht auch mal ein paar Mal machen, glaube ich. Wenn wir mal gucken, ob der bei uns im Shop auch mal stattfindet. So. Und das hier kommt gleich ans Klingelschild am besten ran, oder? Und guck mal hier, Feuertonnen mit Gravur, natürlich auch alles auf Wunsch. Also ihr macht ja auch jedes Logo quasi, ne? Was der Kunde will. Ja. Wir machen alles möglich, ne? Weiter geht's. Ah, hier nochmal das alte Kleidebüro. Also hier ist wirklich sehr, sehr übersichtlich. Und hier ist auch relativ warm drin, deswegen glaube ich, die neuen Hallen sind auch sehr gut klimatisiert, oder? Mhm. Damit da auch keiner mehr zu meckern hat. Aber wo viel Arbeit ist, da entsteht auch viel Hitze. Und gerade bei Grillrostbekommen entsteht besonders viel Hitze. Aber sehr, sehr schön, alles klein, aber alles sehr organisiert. Aber es wird Zeit für was Größeres, definitiv. Achso, hier sind wir im hinteren Teil. Also hier ist nochmal Hochlager quasi auf 3 Etagen im Endeffekt. Hier haben sie sogar extra noch einen Aufzug gebaut. 2,5 Tonnen hast du gesagt? 2,5 Tonnen Pack, ja. 2,5 Tonnen. Alles selbst gebaut. Ja. Ihr könnt halt was. Okay, das ist hier ein Lobvideo, oder? Aber es ist wirklich toll. Aber ich sehe schon, dass ihr hier auch an eure Grenzen stoßt, ne? Von der Kapazität her. Und deswegen mussten die neue Halle auch zwangsläufig hin, ne? Ja, wir machen das jetzt 10 Jahre und jetzt okay. Ist so an der Zeit besser. Ja. 10 Jahre ist ein guter Schnitt und jetzt wird ordentlich vergrößert. Aber wir gucken nochmal, wie verpackt wird. Das hat doch niemand versucht, aber. Ja, die haben schon gesagt, so bevor ich mich jetzt die Treppe hochraste, soll ich doch mal einsteigen. Ne? 2,5 Tonnen nimmt das, ja? Ich hab ein bisschen Angst. Leichtes Rummelgefühl gerade. Es geht langsam, aber es geht nach oben. Ja? Stoßgebete bitte. Also wenn jetzt was passiert, dann ist Stuttgart schon vergessen, oder? Ja, ja. Das hält. Wird abgeschrieben. Ein bisschen Schwund ist schon drin, halt mir sagen lassen. Ah, guck mal, und zack, Zeitsprung, Freunde. Ungefähr eine Dreiviertelstunde später, ich komme auch oben an. Ich habe zwischendurch nochmal eine Kaffeepause gemacht, habe mir ein Brötchen geschmiert. Jetzt bin ich aber, ich bin oben, oder? Oh, 1. Etage, Verpackungslager. Sehr schön. Guck mal, hier sind auch schon eine Menge Pakete, die schon vorgepackt sind. Und dann, hier wird quasi, ist das kommissioniert? Ich weiß es gar nicht. Ja. Das ist richtig, oder? Guck mal hier. Ich presse mich hier mal durch. Ist gar nicht so einfach, weil es ist wirklich sehr, sehr eng. Also Pakete sind schon gepackt und hier seht ihr, was auf Lager liegt. Hier, wunderschöner Grilleinsatz für die Feuerplatte. Hier unten neue Pizzasteine. Habt ihr schon gesehen bei mir im Video. Funktionieren sehr, sehr gut. Man muss aber dazu sagen, ihr kriegt einen größeren Boden als sonst. Mhm, aber es geht auch einiges schneller tatsächlich so. Also eine gute Sache, gerne mal auschecken. Wo geht's weiter? Wie geht's weiter? Grillroste, alles schon vorverpackt. Jetzt geht's mal ins Aromaschinenlager. Da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber Grillrost baut ja auch für so gut wie jeden Grill, oder? Ja. Ja? Neue Aromaschinen, die deutlich besser laufen als die vom Hersteller meistens. Und wir haben jetzt sogar schon so Flammbleche, oder wie nennst du das? Hitzereflektoren. Hitzereflektoren oder Hitzereflektorbleche, die unter den Brennern sitzen, am Ende und noch mehr Hitze abstrahlen, so macht er quasi fast aus jedem Grill einen Bräuking. Ja. Naja, also mit viel, viel Hitze. Aber Weberschienen.
Was? Wehmaschinen gibt es tatsächlich auch. Ja, also das sind die, die quasi direkt über den Brennern sitzen. Und die Besonderheit, die sind dicker als die Originale und sie sind aus Edelstahl. Und darum haltet die euch ja Grillerleben lang. Die sogenannten Flavor Razor Bars oder Flavor, ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Also alles sehr, sehr stabil. Hier auch nochmal in einer anderen Produktion quasi. Das sieht aber fast nach Bröckling aus eigentlich, oder? Napoleon. Aber die sehen eigentlich alle sehr, sehr ähnlich aus. Aber alles halt sehr, sehr stark vom Material her und für immer. Ne? Ich sag ja immer, das ist Erbmasse hier. Also was ihr kauft bei grillrost.com, geht sofort in die Erbmasse über, weil hält ewig. Das kannst du dir nur klauen lassen, aber schlecht wird das nicht. Und dritte Etage, direkt unterm Dach. Ich habe mich jetzt gerade mal kurz gefragt, was hat denn dieses alte Gebäude hier für eine Traglast überhaupt? Also hier liegt ja eine Menge drin, ne? So ist es nicht, aber wurde alles verstärkt. Also das ist alles abgenommen, macht euch keine Sorgen. Hier bricht nichts zusammen, Freunde. Aber guckt euch mal an, was auf der Etage hier auch noch so rumliegt. Also ihr habt wirklich ordentlich an Material vor Ort. So, da kann immer was verschickt werden und ist ja auch fast alles eigentlich immer verfügbar, oder? Ja, mir gucke schon danach. Ja, mir gucke schon. Ich mag ja die Schwaben, ne? Mir gucke schon danach. So. Guck mal, hier kommt der Aufzug auch ganz oben an. Also ist gar kein Problem, die schweren Sachen auch hier hochzukriegen. Guck mal, hier ist auch noch Mini-Feuerplatten-Grill-Zubehör. Habt ihr auch schon gesehen, Video verlinke ich euch gerne nochmal hier oben. Die Mini-Feuerplatte ist eigentlich das Ding, was ihr überall hinstellen könnt. Also das ist auf jeden Fall interessant. Davon ist noch was da. Hier, Kronen, Bockaufsätze, Feuerplatte. Gott, ist ja hier. Ich brauche mal einen Einkaufswagen, glaube ich. Dann nehme ich hier gleich wieder eine Runde mit. Das sind jetzt die man da hat, die Mini-Feuerplatten. Ja. Ach ja, genau, ist ja auch. Also ist alles noch auf Lager. Mhm. Ne? Also Mini-Feuerplatten sind aktuell verfügbar. Gerne mal auschecken, den Shop auf jeden Fall von grillrost.com. Ah, hier auch nochmal die Windschutze. Windschütze, wie ist denn die Wertzahl von Windschutz? Also Seitenbrenner bzw. Seitenkochfeld, Windschutz inklusive Spießhalter quasi. Könnt ihr auch auf dem Seitenbrenner schöne Spieße machen. Haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Haben wir eigentlich irgendwas schon nicht verfilmt? Was gibt's denn Neues? Was ist denn noch in Planung, lieber Matthias? Ja, gute Frage. Im Moment ist der Hallenbau so unser wichtigstes Thema. Ja, der Hallenbau. Und wir haben gestern Abend schon darüber geredet. Wie gesagt, der junge Mann und seine zwei Kollegen sind ja immer im Daniel-Düsentrieb-Modus und planen und planen und planen. Da ist aber auch manchmal was dabei, was dann am Ende wieder nicht in die Produktion geht. Ne? Also bei vielen Ideen ist auch mal ein bisschen Ausschuss, haben wir ja schon gesagt, ein bisschen Ausschuss ist dabei. Aber ganz viele Sachen, da bin ich auch sehr glücklich, da fragt er ja auch gerne mal bei mir an und sagt mal, kannst du da mal zu was sagen, kannst du dich vielleicht mal testen vorher, bevor es in die Produktion geht. Und ich glaube, wir sind da mit der Mini-Feuerplatte, also mit dem Mini-Feuerplattengrill sehr gut gestartet. Ne? Unsere Grillspachtel, die ist super angelaufen. Die Grillspachtel sind gut angelaufen, also ich gucke da dann auch gerne nochmal mit einem Auge rüber. Unser Siegelring. Ja, der Siegelring. Leider trage ich kein Silber. Ich möchte noch, also ich hoffe, dass er mir zu Weihnachten vielleicht so ein Ding mal in vergoldet schenkt. Damit kannst du nämlich auch Bier aufmachen. Praktischer geht's eigentlich nicht. Und Kugelgrill darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, das Thema. Dafür gibt's auch allerhand Zubehör. Hier zum Beispiel für einen 57er Kugelgrill. Ein Einsatz für die Seite. Da habt ihr quasi eine Wasserschale drin, beziehungsweise eine Räucherschiene. Also man kann Räuchermaterial einbauen oder als Wasserschale zum indirekten Grillen noch dazustellen. Also auch sehr, sehr gut. Hier gibt es halt einfach viele Lösungen für viele Probleme. Und du bist halt der Lösungslöser. Nee, der Problemlöser für die Probleme. Ich war schon wieder ein Blödsinn, oder? Gestern war wirklich feuchtfröhlich. Aber wir gucken uns mal weiter um. Und das weltbeste Pizzacover darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Also ich sag ja immer, Pizza ohne Pizzacover ist auf dem Gasgrill schon echt eine Herausforderung. Und damit... Freunde, läuft das auch. Ja, ich weiß, das ist hier heute eine Dauerwerbesendung, ist ja klar. Was sollen wir auch anderes zeigen als die Top-Produkte, die hier rumliegen? Aber da steht da jetzt drüber. Ne? Es geht übrigens von hier aus für uns direkt nach Stuttgart. Ich hatte schon, habe ich schon angeteasert, über Stuttgart wird es dieses Jahr keinen Vlog geben, weil das schaffen wir gar nicht. Wir sind nämlich am Stand von grillrost.com das ganze Wochenende, da werden wir ordentlich Spaß haben. Und ich möchte ja die Tage nutzen, um mit euch zu quatschen, Fotos zu machen, Bierchen zu trinken und was Leckeres zu essen und den Jungs hier ein bisschen behilflich zu sein. Und hier kommt auch noch das Rappen. Der größte Schwenkgrill der Welt, vermutlich, oder? 1,30 Meter, ja. 1,30 Meter. Also wer noch eine große Feuerstelle in seinem Garten hat, wo so ein Ding rüber ist, eine Spezialanfertigung, oder? Ja, so ein paar laufen da jedes Jahr, so okay. Für Feuerwehr oder Jugendheim ist sowas. Aber punkto Spezialanfertigung, ihr macht ja auch nach Wunsch, ne? Also wenn jetzt jemand einen Grill hat, der vielleicht nicht auf Lager liegt oder irgendwas Spezielles gebaut haben möchte, dann seid ihr auch der richtige Ansprechpartner. Und Schreiber, wir machen das. Die machen es möglich. Was soll ich denn noch mehr sagen? Also es war eine sehr schöne Führung. Wir werden jetzt auch noch, ich glaube, wir essen noch ein Stück Kuchen und trinken gleich noch einen Kaffee. Und dann bereiten wir uns auch schon vor, dass für uns geht es ja nach Stuttgart heute schon. Ihr kommt morgen nach zum Aufbau. Mhm. Richtig. Und dann werden wir eine Menge Spaß haben am Wochenende.
Aber ich glaube, ihr hattet mal einen kleinen Einblick in die neue Halle, in die alten Hallen. Das sind ja eigentlich die heiligen Hallen. Hier sind die heiligen Hallen, die werden es auch immer bleiben, glaube ich. Denk schon. Ja, die neue Halle ist nur der Ausweich, aber der Platz ist halt auch wirklich nötig. Ihr hattet einen kleinen Einblick, das ist grillrost.com. Und diese Familie ist wirklich zum Liebhaben. Dankeschön, Bobby. Es ist ja wirklich so. Also Freunde, wenn es euch gefallen hat, ballert Kommentare über ein Like oder Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken und natürlich bei den Jungs hier vorbeischauen, grillrost.com. Link ganz oben in der Infobox, gerne mal auschecken. Ich hoffe, wir haben uns jetzt schon in Stuttgart gesehen, weil das Video kommt erst Ende des Monats, glaube ich. Früher werde ich es gar nicht schaffen. Haben uns schon in Stuttgart gesehen, hatten ordentlich Spaß in Stuttgart. Und dann nächste Mal sehen wir uns wieder am Grill, oder? Wir sind draußen, grillrost.com und Icke. Ciao.